was geht ab und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Ja Leute, heute geht es um Folgendes. Und zwar habe ich irgendwie heute einen Instagram-Account von mir gefunden, der ist so 4-5 Jahre alt. Ich habe mich auch gewundert, dass es vor 5 Jahren schon Insta gab oder vor 4 Jahren. Und da sieht man mich halt, wo ich noch etwas kleiner war. Und da bin ich auf die Idee gekommen, ey Alex, zeig doch mal diesen Instagram-Account. Und ich bin noch auf eine andere Idee gekommen, und zwar, wie sahen eigentlich andere YouTuber vor 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren aus oder so? Und bin einfach hingegangen, hab mal Google Bilder geschaut und ich habe so witzige Bilder gefunden, wo ich mir dachte, Alter, heftig. Deswegen geht es im heutigen Video um YouTuber, wie sie aussahen, bevor sie berühmt wurden. Ja, und wenn ihr Bock habt auf das Video, wo ich einfach mal meinen alten Instagram-Account zeige, weil da sind so komische, lustige, gestörte Bilder drauf, wo ich echt... Ich weiß nicht, was ich da zum Teil einfach für Sachen anhatte. Wenn ich darüber auch mal ein Video machen soll, wo ich euch den Insta-Account so ein bisschen zeige, lasst einfach mal einen Daumen nach oben da. Ich würde sagen, bei 12.000 Likes ist das easy machbar. Dann wird das Video nächste Woche folgen. Aber jetzt will ich gar nicht lange labern. Wir fangen einfach mal an. Okay, vielleicht ein kleiner Vorgeschmack. So sah ich aus vor 5 Jahren. Das ist wirklich schon 5 Jahre her. Ich glaube, ich war da... 13? Das ist aber auch wirklich das beste Bild, was es so von damals von mir gibt. Mit diesem Bild war ich auch wirklich so 2 Jahre so auf Facebook unterwegs, weil ich wirklich so stolz auf dieses Bild war. Ich finde mich da auch echt knuffig. Es gibt viele alte Bilder, wo ich mir denke, Alter Alex, dein Ernst? Aber bei diesem Bild, da könnte ich mir so ein bisschen so machen, so. Ja Leute, also so sah ich aus und jetzt passt mal auf. Ich habe mir 5 YouTuber rausgesucht. Ich hoffe, wenn jetzt der ein oder andere von euch das hier sieht, seid mir jetzt nicht sauer, wenn ich euch im Video habe mit diesem Bild, was vielleicht nicht ganz so eurem heutigen Aussehen entspricht. Aber wir fangen an mit dem Bild BAM von... Okay Leute, ich musste auch wirklich zweimal hingucken. Klar, man erkennt es so auf den ersten Blick eventuell, wenn man sie öfter mal schaut oder wenn man ein Fan von ihr ist. Aber das ist einfach Shirin David mit 8, 9 oder so. Ich find's voll heftig, weil ich meine, die sieht da aus wie so ein... Klar, jeder war mal ein ganz normaler Teenager, aber sie sieht wirklich aus wie so ein kleines Kind so, wovon man jetzt gar nicht erwartet, dass sie irgendwann mal so aussieht, wie sie heute aussieht, oder? Ich finde, das ist bei ihr wirklich mit am krassesten. Ich glaube auch, Shirin ist nur ein Künstlername, weil da sieht die wirklich überhaupt nicht aus wie eine Shirin. Ich bin nämlich so einer, ich kann Leuten, wenn ich sie nur sehe, da kann ich schon sagen, wie sie heißen. So von klein auf. Also das hat wirklich schon zweimal funktioniert. Ich habe gesagt, ey, das ist eine so und so. Und das stimmte wirklich, obwohl ich den Namen gar nicht kannte. Und ich finde, Shirin sieht aus wie eine... Jetzt muss ich mal selber noch kurz gucken. Ich finde, die sieht aus wie eine Elena. Könnt ihr das auch einfach so Leuten anhand ihres Aussehens so einen Namen geben, der so fast zutrifft? Oder? Ach komm, egal, wir machen einfach mal weiter. Und zwar mit diesem Bild hier. ApoRed. So vom Gesicht her hat sich da eigentlich nicht viel getan, aber die Haare sind einfach mega lang. Bei ihm kann ich natürlich nur meine Meinung sagen, er hat sich auf jeden Fall, so was sein Äußerliches angeht, ins Positive entwickelt, meiner Meinung nach. Also, ja, irgendwie heutzutage sieht das alles so ein bisschen... Das passt so mehr zusammen als auf diesem Foto. Klar, das kann auch daran liegen, weil man so sein jetziges Aussehen ein bisschen gewöhnt ist, wenn er ab und zu mal wieder auf meiner Startseite landet, sonst gucke ich mir das eigentlich nicht an. Aber ja. So, machen wir weiter. Ich hoffe, ihr beide seid mir auch nicht böse. Und zwar Heiko und Roman. Ey, dieses Bild habe ich auch gefunden. Ich habe das auch schon mal irgendwo gesehen. Das ist ja normal, dass so Zwillinge früher immer noch ähnlich aussahen. Ich kenne die beiden ja mittlerweile eigentlich ziemlich gut. Aber ich kann euch da auf keinen Fall unterscheiden. Ich habe keine Ahnung, wer ist. Ich würde mal sagen, jetzt muss ich mir das mal angucken. Absolut kein Plan. Ich würde mal sagen, rechts ist Heiko und links ist Roman. Oder das ist einfach nur einer von beiden, der halt nochmal gespiegelt wurde. Das kann auch sein. Seid mir bitte nicht böse, dass ich das jetzt in meinem Video verwendet habe. Wir machen weiter. Und zwar auch ein ziemlich guter Kollege von mir, Herratsch. Ich habe dieses Bild auf Facebook gefunden. Ich wette, das Bild kennt eigentlich niemand, hat niemand so gesehen. Und er sieht da einfach auch aus wie der Was ist das bitte für ein Bild? Ehrlich, was ist das für ein Bild? Ich finde das Bild so geil. Vor allem, kennt ihr das noch früher so von Facebook? Man hat so immer auf die Bilder irgendwas draufgeschrieben. Mit so einer dummen App, die hieß, glaube ich, Photoscape oder so. Einfach so hässlich seinen Namen drauf, mit so einem Umriss. Und so hat er das ja auch gemacht. Einfach ein mega geiles Foto. Ich würde auch mal sagen, das ist bestimmt 6, 7, 8 Jahre her oder so. Schickt mir auf jeden Fall auch mal Bilder von weiteren YouTubern zu, wie sie früher aussahen. Wenn ihr Bock habt, dass ich einen zweiten Teil hiervon mache, dann mache ich das auf jeden Fall. Aber jetzt kommen wir zu einem Foto, wo ich noch weniger drauf klarkomme. Ohne Scheiß. Ey, das ist so krass, was einfach so ein bisschen
natürlich auch die Zeit, aber auch so der Einfluss von Bekanntheit so mit Personen macht. Ich wette nämlich, wären sie überhaupt nicht bekannt, würden sie heute total anders aussehen, als sie gerade aussehen. Natürlich jetzt gar nicht negativ gemeint oder so, aber keine Ahnung, voll heftig. Und zwar musste ich hier auch zweimal hingucken. Wir haben hier Julienko und Bibis Beauty Palace. Ey, wenn man das Bild noch nie gesehen hat, man denkt sich so, was geht? Und ich finde es auch wirklich cool, dass sie schon so lange zusammen sind und das einfach so durchziehen, ihr Ding durchziehen. Ich würde die da jetzt mal auf 17 schätzen, vielleicht 18. Vielleicht war das auf irgendeiner Party und der Julian hat etwas zu viel getrunken. Ich weiß es nicht. Aber die Frisur haut einiges raus. Und wenn man so den heutigen Vergleich herstellt, ich finde es heftig. Ich finde es wirklich mega krass. Also meine Veränderung, ich kann auch sagen, hätte ich nie mit YouTube angefangen, mit diesem ganzen Yo, Insta, bla bla bla, das und das. Ich kann offen sagen, ich habe meinen Kleidungsstil und sowas alles, das wird so heftig durch YouTube beeinflusst. Man kommt einfach so da rein und ja, man interessiert sich irgendwie einfach mehr dafür, für sein Äußeres. Kann ich bei mir jetzt so sagen, seitdem ich YouTube mache, ist das irgendwie so. Das kann man jetzt positiv und negativ sehen, aber ich finde meine Veränderung gar nicht so krass. Also das hier finde ich schon eine wirklich heftige Veränderung. Kann man einfach mal so sagen. Ihr könnt ja mal schreiben in die Kommentare, wie findet ihr das Bild im Vergleich zu jetzt? Sah ich früher süßer aus oder sehe ich jetzt immer noch ganz cute aus? Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da für dieses Insta-Video. Das wird auch mega witzig. Ich bin gespannt und wir sehen uns am Montag wieder. Haut rein. Ciao. Folgt mir natürlich auf Instagram und Snapchat.